Zack, unser nächstes Video hier auf dem Kanal und zum ersten Teil der Stadion-Vlogs, allerdings zur Episode 0, denn heute geht es lediglich darum, wie diese Stadion-Vlogs aufgebaut sein werden, beziehungsweise ja, was das überhaupt für Videos werden, die in Zukunft auf meinem Kanal kommen. Ihr habt vielleicht in der Vergangenheit bereits einige dieser Stadion-Vlogs gesehen. Letzte Saison war ich relativ aktiv, was die anging, oder wenn ich im Stadion dabei war, was relativ häufig war, gab es eigentlich ein Video dazu, in dem ich ab und zu mal ein bisschen was aus dem Stadion selbst gezeigt habe, ab und zu mal ein paar Highlights, wenn ich sie filmen konnte, die Anfahrt und so weiter und so fort, meine Meinung preisgegeben habe. Ich denke mal, es ist relativ deutlich. Wenn ihr nicht wisst, was ihr euch darunter vorstellen sollt, checkt einfach mal eins der Videos ab. Ich denke mal, die findet ihr auf meinem Kanal in relativ hoher Frequenz, zumindest als die Bundesliga-Saison noch gelaufen ist. Dieses Jahr möchte ich das Ganze ebenfalls wieder machen, aber ihr habt vielleicht mitbekommen, meine Legria wurde mir, naja, entwendet und dementsprechend habe ich jetzt diese neue Kamera, die hier gerade auch wunderbar auf diesem Stativ steht, und zwar die Canon G7X. Mit der werde ich in Zukunft also diese Vlogs machen, aber sie werden nicht so aufgebaut sein wie letztes Jahr. Es wird ein bisschen andere Komponenten noch geben, die diese Videos verfeinern, beziehungsweise die Qualität dieser Videos noch ein bisschen steigern sollen, in meinen Augen. Beispielsweise das erste Video wird jetzt kommen am Sonntag gegen Dresden. Wir wissen, es ist als Hochrisikospiel eingestuft worden. Warum auch immer, kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Und die Polizei wird ein bisschen Randale machen, beziehungsweise wenn es Randale gibt, wird die Polizei einschreiten. Aber wir wissen ja immer, wie das läuft bei Fußballspielen. Ich habe mir gedacht, ja, wir machen das Ganze folgendermaßen. Zunächst einmal, es wurde in der Vergangenheit immer wieder gesagt, Kamera aus dem Stadion, das gehört sich nicht, vor allem im Blog nicht. Ich werde auch im Stadion selber nur ganz minimal filmen. Ja? Ihr werdet eventuell vor dem Spiel mal so ein bisschen einen Schwenk bekommen durchs Stadion, wie ich es immer gemacht habe. Ihr werdet natürlich ab und zu, wenn es mal einen Freistoß gibt oder sowas, ja gut, dann wird das mal gezeigt. Es wird vielleicht einmal, wenn ein cooler Gesang ist, was gezeigt. Aber es wird darauf geachtet, dass im Blog größten Teil die Kamera aus ist, denn ich bin ja da, um Fußball zu gucken und nicht um zwingend ein Video zu machen. Ich will ja meine Mannschaft anfeuern, ich will meine Mannschaft siegen sehen im Idealfall. Für mich ist allerdings auch persönlich kein großes Drama, wenn ich mal ein bisschen was filme, ja. Was ihr vom Video seht, wie viel ist das aus dem Stadion? Eine Minute, zwei Minuten, höchstens mal drei Minuten. Und das ist von der gesamten Spielzeit gesehen ein 30stel. Ja, also habe ich immer noch 29 bzw. 87 Minuten plus Halbzeit plus Nachspielzeiten, die ich nicht filme. Und das muss man einfach mal mit dazu nehmen, ja. Ich werde natürlich aufpassen, dass ich beispielsweise riskante Sachen wie Pyro und so weiter niemals filme. An alle, die das eventuell jetzt hier von der Fanszene sehen sollten, beziehungsweise wenn das hier jetzt gerade irgendwelche Mitglieder der UH oder von, gibt es die Brigade noch, ich weiß nicht, wie die heißt jetzt, Ron, Grüße an dich an dieser Stelle, die das sehen sollten, macht euch da keine Gedanken, ja. Ich werde euch sicherlich nicht filmen, ne? Und wenn irgendwann mein Gesicht zufällig zu sehen sein sollte, ich stehe in N5, ihr wisst es eventuell, aber ich stehe weiter oben. Das heißt, gerade durch diese Kamera, weil sie nicht mehr diesen Weitwinkel hat, wird im Normalfall sowieso nichts von den Ultras, sondern wenn überhaupt vom Spiel zu sehen sein. So, und selbst wenn mal Ultras drauf sind, werde ich die Gesichter selbstverständlich zensieren bzw. verpixeln. Ich habe zudem jetzt auch im Vlog gesehen letzte Woche, ich weiß gar nicht, oder vorletzte, auch vom Spiel auf jeden Fall gegen Fürth, es gibt auch tausende Videos vom Pyro in Bochum auf YouTube. Ja, tausende ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber einige. Und die finde ich persönlich auch kacke. Da kann ich komplett nachvollziehen, dass die Ultras da sagen, sowas wollen wir nicht. Aber gerade, weil ich das halt definitiv nicht machen werde und vor allem nicht provokativ die Ultras filmen werde, macht euch da gar keine Gedanken. Wie gesagt, ich kann das komplett nachvollziehen, dass ihr eure Gesichter nicht auf YouTube haben wollt, beziehungsweise in den sozialen Medien, auch natürlich wegen eventuell Sachen wie Pyro oder so, und dementsprechend wird das bei mir auf jeden Fall nicht vorkommen. Allgemein werde ich im Blog, wie gesagt, relativ wenig filmen, sondern lediglich, ja, ein bisschen vom Spiel ab und zu mal zeigen oder vielleicht einmal einen coolen Gesang, aber dann wird auch aufs Spielfeld gefilmt und nicht auf die Fans selber, beziehungsweise auf die Gesichter natürlich schon mal gar nicht. Was ich damit bezwecken will mit diesen Vlogs, das wurde auch oft nicht verstanden. Ich möchte das nicht machen, um irgendwie ja, Leute abzufacken oder sowas. Ja? Ich mache das einfach nur, um meinen Zuschauern die Möglichkeit zu geben, die eventuell nicht ins Stadion gehen können andauernd, zu sehen, wie es im Stadion so läuft und auch Werbung, um Werbung für 96 zu machen. Denn durch diese Vlogs, die aus dem Stadion gemacht werden, wird nochmal so ein bisschen mehr auf den Verein eingegangen. Ja, viele Leute wissen nicht, was 96 für eine coole Fanszene hat. Ich weiß es, weil ich bin selber Teil dieser Fanszene. Ja, viele Leute wissen es nicht und das möchte ich mit diesen Vlogs nochmal so ein bisschen steigern, dass die Aufmerksamkeit auf 96 richten, ja. Und ich denke mal, das ist eine ganz gute Werbung für den Verein, für die Fanszene und für alles drumherum.
Ja, das möchte ich auf jeden Fall damit bezwecken, beziehungsweise deswegen mache ich diese Vlogs. Und einfach, weil es mir auch tierisch Spaß macht, das Ganze so ein bisschen zu verpacken. So, ich meine, was gibt's Geileres für einen Fußballfan, als ins Stadion zu gehen? Ja, das kann man ja auch verpacken, das kann man den anderen zeigen. Und ich denke mal, das ist eigentlich auch eine ganz nice Geschichte, so wie gesagt, für den Verein, beziehungsweise für die Fans selber, weil sie werden ja dadurch nur quasi nochmal ein bisschen gepusht, beziehungsweise verbreitet. Wie gesagt, das mit den Gesichtern kann ich komplett nachvollziehen, auch, dass man den Blog supportet, aber dazu muss ich auch nochmal eine ganz kurze Sache sagen, das fand ich letztes Jahr immer so unglaublich geil. Man sieht von dem Gesang 10 Sekunden in den Videos ab und zu mal. Und dann heißt es, Max macht die Kamera aus und supportet. Mal abgesehen davon, dass mir immer gesagt wurde, Max, das ist scheiße, wenn du das filmst, weil man hört immer dich besonders, was ja auch irgendwo logisch ist, ne? Weil ich stehe hinter der Kamera, ja, ich bin jetzt quasi direkt dabei. Das fand ich immer besonders geil, dann zu sagen, Max supporte, aber dann gleichzeitig, man hört nur dich. Und in diesen 10 Sekunden, diese Gesänge dauern meistens so 2-3 Minuten. Ne? 10 Sekunden ist jetzt auch wieder da nur ein ganz kleiner Teil von, den ich da persönlich zeige. Und von daher macht euch mal keine Gedanken, ich supporte. Ne? Könnt auch Ron fragen, ich supporte und ich supporte auch immer. Egal wie scheiße es läuft, mir ist das egal. Ich mache das immer. Ja, also da macht euch auch gar keine Gedanken, mein Support wird darunter nicht leiden. Der Aufbau der Videos wird sich ein bisschen verändern nochmal. Und zwar in folgende Art und Weise. Es wird nicht mehr einfach nur die Anfahrt gezeigt, mit Musik hinterlegt, dann im Stadion ein bisschen was gezeigt, dann kommt vielleicht mal eine Spielszene, dann ist das Video vorbei und ich gebe meine Meinung. Nein. Das Ganze wird ein bisschen erweitert. Es gibt vor dem Spiel meine kleine Prognose zu dem Spiel selber. Ja, es geht um 96, es wird nicht zu den anderen Spielen kommen. Das mache ich dann beispielsweise bei den Football-Talk-Videos, die beispielsweise gestern kamen, ja, mit Football Stars in der Kooperation. Da wird das auf jeden Fall kommen. Aber ansonsten und natürlich auch bei Kicktipp könnt ihr immer meine Tipps sehen. Aber in den Vlog selber werde ich lediglich über das Spiel reden, um das es geht. Beziehungsweise das halt stattfindet. Ich werde meine Prognose, wie gesagt, abgeben. Ich werde nochmal speziell auf den jeweiligen Gegner eingehen. Ja, ich werde ein paar Infos geben, den Saisonverlauf nochmal mir angucken, die Spieler angucken, wer könnte besonders gefährlich sein, was haben die für Transfers gemacht, was sind die Ziele, wo sind sie besonders stark, wo sind sie eventuell anfällig. Das werde ich im Voraus mal so ein bisschen machen. Das wird mal so 2 Minuten, denke ich mal, dauern. Dann gibt es die Anfahrt zum Stadion, aber nicht jedes Mal so unglaublich lang, nicht jedes Mal das gleiche. Ich werde es zumindest versuchen. Dann gibt es aus dem Stadion mal so einen Schwenk, ihr kennt es ja. Dann gibt es eventuell, wie gesagt, mal ein oder andere vom Aufwärmen eine Szene, beispielsweise das Torschusstraining. Oder dann gibt es mal beispielsweise eine Ecke oder einen Freistoß oder irgendwie sowas. Mal einen coolen Gesang, wenn gerade einer dabei ist. Und dann gibt es im Nachhinein nochmal quasi den Weg aus dem Stadion raus, beziehungsweise den Weg zum Bahnhof eventuell ab und zu. Und dann mein Statement zum Spiel, beziehungsweise abschließend nochmal, was ist passiert, wie habe ich das Ganze wahrgenommen, wie wurden Entscheidungen gemacht und was für Entscheidungen waren dabei, gab es strittige Szenen und so weiter und so fort. Das wird dann nachher auch mal besprochen. Im Endeffekt ist es quasi alles rund ums Spiel, ein gesamter Spieltag einfach mal abgedeckt. Und wie habe ich das so schön gehört von Christian Bönig, dem Pressesprecher von 96, der eine oder andere kennt ihn vielleicht, wenn nicht, dann guckt einfach mal die Pressekonferenzen auf dem Kanal von 96 auf YouTube an. Der Spieltag soll zum Festtag werden und ich will euch genau das vermitteln, ja, dass ein 96 wirklich ein Spieltag, ein Festtag ist, dass die Leute Bock haben, dass die Region und die Stadt Bock haben auf Fußball, dass wir die Roten anfeuern, dass wir das Team lieben, dass wir das Team supporten und natürlich auch will ich das zeigen, dass das Team hoffentlich den Aufstieg in die erste Liga schafft. Na, das ist doch geil für die Leute, die nicht im Stadion sein können oder für die Leute, die es einfach interessiert, wie das mal in anderen Stadien aussieht, weil sie selber beispielsweise in der ersten Liga dabei sind oder bei anderen Vereinen einfach quasi die Möglichkeit zu haben, das Ganze mal aus einer anderen Perspektive von anderen Fans bzw. einem anderen Verein zu sehen. So, dazu zwingen ihr natürlich niemand, diese Videos anzugucken. Die kommen einmal die Woche. Ansonsten wird es jede Woche um die 10 Videos noch geben. Also macht euch da keine Gedanken. Ich denke mal, auch so bekommt ihr genug Content. Und ich hoffe trotzdem, dass es einigen von euch gefallen wird. Ich weiß es ja auch. Und ich denke, das kriegen wir dementsprechend auf jeden Fall hin. Zu Fußball-Vlogs nochmal. Das kann ich ja jetzt auch nochmal ganz kurz ankündigen. Es wird Fußball-Vlogs geben. Also, wie ich selber kicke. Allerdings jetzt noch nicht so gleich, weil ich muss momentan erstmal auf mein Leben klarkommen. Ich war jetzt einmal beim Training. Ich hatte einmal direkt danach einen Tag ein Spiel. Ich spüre meine Waden immer noch nicht. Ja, weil ich habe zwar Training gemacht auf Malta, aber das ist natürlich gar nicht im Vergleich, wenn du da dauernd Tempowechsel hast, Sprints und so weiter und so fort. Das heißt, bis ich Fußball-Vlogs mache, dauert es eventuell noch. Vielleicht kommt nächste Woche mal was, ich weiß noch nicht genau. Ich will mir im Idealfall auch normalerweise ein paar Kumpels dazu holen, dass das nicht ganz so langweilig wird, wenn nur ich da bin. Aber wir werden auf jeden Fall sehen, was passiert. Und vielleicht kommen wir irgendwann sogar mal Challenges mit anderen YouTubern. Auch wenn mein einziger, der ich mit dem ich es bisher gemacht habe, der Tobi, ist ja nicht mehr
aktiv auf YouTube betreibt. Naja, wie auch immer, das war's von diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch noch mal ein bisschen das Ganze näher bringen. Wenn ihr euch auf die Vlogs, auf die Schalung Vlogs freut, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge bzw. Anregungen an mich habt, schreibt sie in die Kommentare, würde ich mich auch drüber freuen. Und dann hoffe ich, dass wir auf jeden Fall eine geile Saison haben werden. Jetzt bin ich wieder da, jetzt geht's wieder los für mich persönlich. Und ich denke mal, wir werden auf jeden Fall unseren Spaß haben in der hoffentlich Aufstiegssaison von Hannover 96. Das war's, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, haut rein und ciao.